Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Conny lernt EVE Online. Inzwischen sind wir schon ein bisschen vorangeschritten. Wir haben nur noch einen Sprung, bis wir dann gleich dort sind, wo wir unser Geschenk abholen wollen. Was ist denn hier los? Lass mal gucken, was hier alles rumfliegt. Hier ist ein Pilot, der hat einen Sicherheitsstatus von unter 0. Können wir uns immer angucken. Info anzeigen. Mom, jetzt ist er wieder weg. Okay, wir springen mal das letzte Mal. Ich bin hier im PvP-Modus, da dürfte eigentlich nichts passieren. Und Cheetah, aha, hier ist wieder einer. Wobei Sicherheitsstatus unter 0 heißt ja nur, dass er im Highsec mal irgendwie tätig geworden ist. Das heißt ja nicht, dass er unbedingt nur auf Krawall gebürstet ist. Das ist so ein bisschen wie der leichte Diebstahl des kleinen Mannes. So ein bisschen. Stelle ich mir das zumindest vor, wenn jemand so einen leichten Sicherheits... Ne? Weil wenn er natürlich einen zu krassen Sicherheitsstatus hätte, würde er in dem Gebiet gar nicht bleiben können, weil wir hier in dem 1.0er Sicherheitssektor sind. Also viel sicherer geht's nicht. Auch dann gibt es keine absolute Sicherheit, das wissen wir ja alle. Aber immerhin etwas. So, und ab dafür. Das ist ein Mega-Stargate. Au! Yes, baby. Ab damit. So, da sind wir. Und dann docken wir hier an. Hier sind aber auch ganz schön viele Leute. 700... Was? 713 Leute in dem System? Wahrscheinlich, weil es diese Plexen gibt, oder? Das ist ja heftig, ey. 700! Oder täusche ich mich? Nee, 700 Leute. Wahnsinn. Alle hier im System im Moment. Gut, allein mit dem hier auftauchen. Oh, hier sind ein paar gefährliche Freunde der Nacht. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Andockerlaubnis erbeten. Das sind natürlich alle Schiffe, wo ich auch nicht weiß, wie stark die sind, ne? Komm, gib mir jetzt die Andockerlaubnis und lass mich da jetzt mal hinfliegen. Andockerlaubnis angenommen. Ah, cool, da ist es. Sisters of EVE. Info anzeigen. Ein Kampfanzug, der vom Militärpersonal der Sisters of EVE getragen wird. Der wurde mir geschenkt, der ist hier in meinem Hangar. Wie kann ich den jetzt aber aktivieren quasi? Lasst mich raten. Ich gehe auf meinen Charakter. Kompletten Körper anzeigen. Vielleicht geht's da. Porträt anzeigen. Ja, kurz überlegen. Moment, hier wahrscheinlich. Charakteranpassung. Genau, da war's. Dann machen wir das doch mal. Dann ziehen wir uns mal diese Uniform an, die wir jetzt haben. Ich hoffe, das geht. Ah ja, da ist er auch schon. Oh, fett. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Dann nehmen wir die. Weiter. Irgendwie gefalle ich mir nicht. Ich finde auch das Licht komisch. Wo könnte man denn nochmal das Licht ändern? Wie war das nochmal? Beleuchtung. Hallo? Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Das ist natürlich Blödsinn. So, kann der auch mal vielleicht in die Kamera gucken? Wieso schiel ich denn? Ich sag mal, ich schiel doch, oder nicht? So lasse ich das. Fertig. Abbrechen. Fertig. Jo, speichern wir. Und dann haben wir jetzt ein neues Profilfoto hier oben, wie wir sehen können. Oder auch nicht. Ist noch nicht verändert worden in der Ansicht, nehme ich an. Wird vermutlich ein bisschen dauern. Aber guck mal hier, die Station von den Amar sieht ein bisschen anders aus. Die sieht ein bisschen anders aus. Was ist jetzt mit dem Teil hier? Das kann ich nicht mitnehmen. Wahrscheinlich kann ich es mitnehmen, aber muss es dann vermutlich ins Inventar packen. Dann machen wir das doch. Es kommt hier in die Catalyst. Wunderbar. Dann haben wir das hier abgeholt. Wir sind auch im Amar-Gebiet. Das bedeutet, ja, dass ich mich langsam orientieren kann. Hierhin. 22 Sprünge, denn da sind all meine Sachen, die ich habe.
Das wird dann in der nächsten Folge passieren und dann werde ich anfangen, Sisters of Eve Missionen zu spielen. Bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Ich habe noch keine Ahnung davon. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da oder einen Kommentar oder ein Abo im Idealfall. Und wenn ihr das Spiel selber testen wollt, ich habe euch einen Link da gelassen in der Beschreibung. Dort könnt ihr dann das Spiel eine Woche länger testen, anstatt 2 Wochen dann 3 Wochen Testphase. Dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!